Australien, das Land der Ressourcenwerte. Und so auch das Unternehmen, das ich heute vorstellen möchte, Talga Resources. Die haben letzten Endes eine Graphitmine, so als hauptsächlicher Punkt. Wenn ihr uns jedoch ein Like dalasst und den Channel abonniert, natürlich die Glocke nicht vergessen, dann bekommt ihr kostenlos zu diesem Ressourcen- oder Minenunternehmen ein Technologiekonzern dazu. Und damit herzlich willkommen zu den Dividendensammlern. Heute mit mir, Michael, dem Bullen. So, also wie schon gesagt, mein heutiges Thema ist ausnahmsweise mal kein Unternehmen aus den USA oder aus Europa, sondern wir gehen mal nach Down Under. Und dort habe ich nämlich ein interessantes Unternehmen gefunden, als ich ja durchs Internet gestöbert bin, und zwar ist das Talga Resources. Wie schon mal angedeutet hatte, ist das jetzt kein reines Ressourcenunternehmen, sondern die machen auch inzwischen mehr und mehr in Technologie. So, dafür wechsle ich mal in ihre eigene Unternehmenspräsentation rein. Denn Talga Resources macht zusätzlich, oder sie gehen auch noch einen Schritt weiter und machen aus diesem Graphit, das sie fördern, gleichzeitig auch noch direkt die Anoden, die dann für die Batterieproduktion benötigt werden. Also ist der erste Schritt der Wertschöpfungskette einer Batterie. So. Ich werde jetzt die Präsentation nicht alles 100% durchgehen, nur die wichtigsten Punkte einmal erwähnen. Wenn es euch interessiert, ich werde die gerne unten nochmal verlinken, dann könnt ihr es euch nochmal genauer anschauen. Auf jeden Fall gehen wir direkt schon mal auf die Punkte ein, was jetzt an dem Unternehmen interessant ist. Und zwar, es gibt ja mehrere Anodenproduzenten. Aktuell kommen die großteils aus China. Hier Talga ist dann jetzt in Europa ansässig, und zwar in Schweden, wo sie den Vorteil haben, dass dort die Kosten für die Energie sehr günstig ist und zu, wie es hier schon steht, zu 100% erneuerbare Energien, was den CO2-Abdruck ist für das Image von der Firma, die dann später die Batterien kauft, sehr gut, aber natürlich auch kostentechnisch deutlich besser. Ansonsten haben die relativ hochwertige Produkte. Ich muss noch einmal sagen, aktuell sind sie noch in der Aufbauphase. Heißt, die machen noch keinen Gewinn. Aber ist alles in der Pipeline, die wir uns dann später nochmal anschauen. So, hier sind dann nochmal die Unternehmenszahlen. Sind jetzt aktuell auch nicht mehr ganz auf dem Stand. Die sind jetzt vom 31. August, da war jetzt noch die Marktkapitalisierung 158 Millionen Australian Dollar. Inzwischen hat sich das schon fast verdoppelt. Können Sie einmal hier oben kurz reinschauen. Genau, hier sind wir bei einer Marktkapitalisierung inzwischen von 331 Millionen. Genau. Von daher will ich da auch nicht näher drauf eingehen. Ihr könnt es euch, wie gesagt, später nochmal gerne anschauen. So. Was jetzt der Vorteil ist natürlich, wenn man eine eigene Graphitmine hat, dass man schon mal, wie es hier schon steht, 50% einer Batterie, einer modernen Batterie, besteht aus Graphit. Und damit hat man schon den größten Teil der Ressourcen im eigenen Haus und hat dadurch natürlich die Wertschöpfungskette übergangen und spart sich dadurch Kosten ein. Und wie wir weiter unten dann noch sehen werden, haben die das dann auch alles lokal zentralisiert in Schweden, also die Produktion. Dementsprechend sind halt auch kurze Transportwege von der Mine bis zum Produktionszentrum und dann später nach Europa selber zurück, wo dann die ganzen Batteriestandorte oder Batterieproduzenten sind, die aktuell, wie gesagt, alles aus China importieren müssen, was natürlich auch nochmal ein deutlich weiterer Weg ist. So, also
Das Unternehmen ist relativ jung, ist gerade mal 10 Jahre alt, aber die haben jetzt sich einige Experten dazu geholt, hier in diesen unterschiedlichen Bereichen, in Physik, Chemie und so weiter. Das weiter unten sind die dann auch nochmal alle aufgeführt. Und ja, sieht man ja hier Ex-Toyota-Mitarbeiter, Tata, Dyson, Cambridge University. Und da haben sich halt einige schlaue Leute dazu geholt, die dann doch ein vernünftiges Produkt erstellt haben. So, das sind jetzt aktuell die Partnerschaften, die sie so nach und nach aufbauen. Den einen oder anderen Namen werdet ihr wahrscheinlich kennen. Hier gerade Bosch, Bentley. Was haben wir noch? Okay, ansonsten, was ihr jetzt vielleicht weniger kennt, hier Farasis ist zum Beispiel, macht die Batterien oder ist die Vorstufe dann von Daimler letzten Endes. Und genauso versteckt sich hinter anderen auch nochmal dann der Endkunde. Das hat man aber später nochmal eine Übersicht auch von der Wertschöpfungskette, wer wo einzuordnen ist. So, wie ich schon gesagt hatte, die sind jetzt aktuell oben in Schweden ansässig und das hier, was jetzt so seitlich dran steht, sind dann die ganzen Batterieproduzenten, die jetzt in Europa inzwischen Batterien produzieren, also die potenzielle Kunden dann von Talga sein werden. Und das wird über die Jahre immer weiter noch ausgebaut werden. Das haben wir bei der allerersten Grafik gesehen, um potenziell 700%. Und das ist natürlich ein enormes Wachstum und eine enorme Möglichkeit, da jetzt in den Markt einzusteigen. So. Also nee, hier sieht man es genau, dass die Verkaufszahlen dann potenziell oder sie gehen aktuell schon hoch und bis 2030 gehen die von einem Wachstum von, wie gesagt, 700% aus. So, das ist jetzt nochmal eine vereinfachte Darstellung von diesem Standort in Schweden oben. Das ist dann einmal die Mine und wie gesagt relativ nah dazu die Anodenproduktion ist. Und dann auch nochmal die Zahlen, wie viel das dann jeweils an der Wertschöpfungskette ist. Und hier steht jetzt auch nochmal, ich weiß nicht, ob man das soweit glauben kann, auf jeden Fall gehen die hier von einem Wert allein nur von der Mine von 1 Milliarden Dollar aus, also US-Dollar, müssen wir jetzt hier an der Stelle sagen. Und wenn man überlegt, dass das Unternehmen aktuell 300 Australian Dollar wert ist, 300 Millionen Australian Dollar wert ist, dann haben wir hier auch schon allein eine Lücke, die man als Wertschöpfung, also wenn man allein nur von diesem Wert der Mine ausgeht, müsste das Unternehmen eigentlich schon mehr wert sein, als es aktuell der Fall ist. Also um ein Vielfaches. So, hier haben wir jetzt nochmal diese Wertschöpfungskette, die ich vorher schon erwähnt hatte. Also Talga ist ja jetzt so ein Zwischending, weil die sind ja sowohl ein Graphitminer hier auf der linken Seite, aber was die jetzt ihr Hauptaugenmerk drauf legen, ist dieses Coated Anode, also wie gesagt die erste Stufe der Batterieproduktion. Und ja, ist auf jeden Fall nochmal ein weiter positiver Punkt, dass die hier auch in Technologie entwickeln, die jetzt auch nicht so schlecht zu sein scheint, denn wie gesagt, möchte man den Zahlen glauben, dann haben die eigentlich die Konkurrenz, was das angeht, schon überholt. Das sieht man hier einmal nochmal, die niedrigen Kosten, niedrige Emissionen ist schon mal ein Vorteil. Also hier Kostenführer, also selbst im Vergleich zu Asien sieht man hier schon die Differenz, dass allein das schon günstiger ist. Und im Moment sind es noch ca. 50% der Anoden werden mit synthetischem Graphit hergestellt, das ist nochmal ein Vielfaches kostet. Also da ist nochmal ein enormes Wachstumspotenzial und das wollen die auch nutzen. So, hier haben wir nochmal so Pipeline, was sie jetzt so die nächsten 3 Jahre geplant haben. Wie gesagt, aktuell ist alles noch in der Aufbauphase. Nächstes Jahr soll dann die Mine endgültig anlaufen, also mit dem Minenvoll beginnen, also mit dem Abbau.
oder nach und nach, sondern die ganzen Anodenprodukte noch dazukommen. Aktuell noch alles in der Test oder ja, genau, sieht man hier unten nochmal, wann jetzt welche Anode sie rausbringen wollen. Also sie haben schon mehrere in der Pipeline und allein, dass ihre aktuelle Generation hat einen enormen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. So, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht weiter ins Detail drauf ein. Hier haben wir nochmal die weitere Ausbaustufe von der Mine, ihre aktuellen Milestones. Also aktuell machen sie mit Mitsui, gehen sie da in eine Partnerschaft rein, entwickeln zusammen Projekte und genau. Genau, hier unten werden dann nochmal die Köpfe des ganzen Projekts oder des Unternehmens vorgestellt. Und wie man sieht, hier immer relativ viel Erfahrung mit 35, 30, 20 Jahre und auch hier weiter unten nochmal weitere 20, 25, 20 Jahre. Also die alle, denke ich mal, wissen schon, was sie tun. Und dementsprechend habe ich jetzt, also das ist jetzt kein Unternehmen, das sich für unser Musterportfolio empfiehlt. Da, wenn man jetzt an der australischen Börse investiert, die Gebühren relativ hoch sind, weil das ist jetzt quasi ein Penny-Stock. Können wir gleich nochmal anschauen. Also, aktuell ist das bei 1,26 Dollar. Ich habe es auch nochmal schnell hier auf die Frankfurter Börse. Das sind dann 73 Euro Cent in etwa. Muss man aber aufpassen, wenn man, also man kann das in Frankfurt handeln. Da muss man aber aufpassen, weil da der Spread, also der Unterschied zwischen Kaufen und Verkaufen, sehr hoch ist. Also hier 73 Cent fürs Verkaufen, 78 Cent fürs Kaufen. Und allein dadurch hätte man schon 5 Cent Verlust gemacht. Dementsprechend habe ich mir das über DEGIRO direkt an der australischen Börse gehandelt. Was man dann aber auch beachten muss, ich habe jetzt das persönlich gemacht, das hat man bei DEGIRO jetzt in dem Fall eine Grundgebühr von 10 Euro plus ein paar Cent, dann, das dann je nach Anzahl der Aktien steigt. Aber auch an der Frankfurter Börse war das ein ähnlicher Betrag. Also was das angeht, war DEGIRO, jetzt war ich überrascht, dass das doch so einfach möglich war. Frank, der Bär, war dann nochmal so freundlich und hat mir das Ganze auch nochmal bei seinem Consorsbank-Depot durchgerechnet. Das ist jetzt ein offizielles Dokument der Consorsbank. Also wenn man hier jetzt 2000 Aktien kaufen würde, das war jetzt Stand gestern, müsste das gewesen sein, dann sieht man hier, man muss sich jetzt hier diesen Wert anschauen, hat man direkt eine Gebühr von 130 Euro, wenn man diese Aktie an der australischen Börse direkt handeln möchte. Also muss man aufpassen an der Stelle. Schaut euch erstmal an, wie das bei eurem Depot der Fall ist. Und ja, was da halt die Kosten sind. Ob es nicht vielleicht doch Sinn macht an der Frankfurter Börse. Aber wie gesagt, da ist dann wieder das Problem, dass halt der Unterschied zwischen Kauf und Verkauf relativ hoch ist. Genau. Also wie gesagt, ich bin privat drin investiert. Ihr müsst es für euch selbst entscheiden, ob ihr da auch Interesse dran habt und wie gesagt auch nochmal genau informieren, was die Kosten angeht. Ich bin kein Experte in dem Bereich, aber auf jeden Fall die Informationen, die ich gesehen habe, haben mich überzeugt, da einen gewissen Betrag zu investieren. Nicht die Welt, aber ja, also ich denke mal, ich kann jetzt da nicht sonderlich viel falsch machen. Wenn es runtergehen würde, würde es runtergehen. Aber ansonsten, seit ich eingekauft habe, ist es schon wieder 40% gestiegen. Und deswegen wollte ich euch das auch nochmal vorstellen, weil ich einfach davon ausgehe, dass es nach wie vor ein sehr unterbewertetes Unternehmen ist. Und ich gehe davon aus, dass das auch nicht auf Dauer in Australien nur gehandelt wird, sondern dass die vielleicht die Börse sogar wechseln, irgendwie an eine europäische Börse oder vielleicht sogar in die USA, wo das Publikum dann nochmal deutlich größer ist. Und dadurch den Preis auch nochmal weiter nach oben treiben wird. Aber, wie gesagt, wir sind keine Hellseher.
Dementsprechend, ihr müsst es für euch selbst entscheiden, ob das jetzt auch was für euch ist. Und wenn ja, dann wünsche ich euch damit viel Glück. Wie gesagt, ich bin schon drin investiert. Genau, und das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Heute wieder mit die Dividendensammler, mit Michael dem Bullen. Wie ich schon am Anfang gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Channel. Und damit wünsche ich euch erfolgreiches Investieren.